zurück, meine Freunde. In Jurassic World Evolution solltet ihr meinen kleinen Mann mal im Hintergrund hören. Lasst euch davon nicht stören. Der brabbelt sich hier mittlerweile, fängt an mit Brabbeln, brabbelt sich hier vielleicht immer mal eins zurecht. Ja, machen wir dann mal weiter. Bauen wir doch mal weiter unseren Park auf. Einen toten Dino. Nein, Elliot ist tot. Unser Elliot ist verstorben. RIP Elliot. Produkt muss eingesammelt werden. Der muss ja weg. Dann kann ich aber den nächsten holen. Ja, das ist doch bestimmt der andere. Nee, ein Triceratops ist krank. Gucken wir doch mal. Aufgabe hinzufügen. Bestätige Aufgabe. Ich habe den ja nochmal geheilt. Vor. Ne, da ist er umgefallen. Okay. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Produkt wird transportiert. Ja, wir sind ja erst betäuben. So, Aufgabe hinzufügen. Wo steht er? Da hin. Verstanden. Beginne Produkttransport. Wow, wir kämpfen sich ja. Was das denn? Warum bekämpfen die sich? Was geht denn hier ab? Hallo Leute? Das versteht mal jemand. Warum haben die sich denn jetzt bekämpft? Das kann doch jetzt nicht nur wegen dem toten Triceratops gewesen sein, oder? Einverstanden. Ist mir auf jeden Fall ein Rätsel, warum die sich jetzt angegriffen haben. Da sollte ich vielleicht noch eine Futterstation bauen. Ja, ich baue mal noch eine. Okay, wir sind jetzt panisch, weil der Jeep ja da ist. Da es natürlich Herdentiere sind. Wenn eins Panik kriegt, kriegen es andere natürlich auch. So. Aber krass, dass die sich bekämpft haben eben. Ja, richtig krass. Oh, neu. Ein Restaurant. Und das ist natürlich nice. Komm, das bauen wir direkt mal.
haben einen Kampf begonnen. Ja, aber warum bekämpfen die sich? Jo, einer ist tot. Ich habe hier eine Fliege rumflattern bei mir, Leute. Das ist ja mal endnervig. Kennt ihr das? Ja, so ein fieses Viech rumfliegt. Unterwegs, um Produkte abzuholen. Schmeißt man es weg und es kommt immer wieder. Okay, warum ist hier jetzt plötzlich kein Strom? Mehr. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das wäre geschafft. Deswegen. Und wieder ein totes Tier, oder was? Ach, den muss ich ja auch noch abholen. Ja, hole ich erstmal den hier ab, bevor der mir auch stirbt. So, der bestätige Anfrage zur Produktabholung. Muss ich mir erstmal überlegen, warum das hier keinen Strom hat. Transportiere Produkt. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Innovationszentrum. Boah, so langsam wird es aber kriminell hier. Produkt wurde transportiert. Ich werde jetzt
Leiche irgendwie abtragen. Erst muss ich ja die Bäume wegrufen, damit ich mal was sehe, ne? Tschüss. Oh, da muss ich aber neu einzäunen, sehe ich gerade, wenn ich hier den Weg lang haben will. Da muss ich aber neu einzäunen. Oder ich mache von hier aus den Weg. Normaler Weg breit, kunstvoller Weg schmal. Ah, sieht alles jetzt noch nicht so toll aus, aber... Erstmal gucken. Jetzt haben wir hier natürlich erstmal hier Strom. Was habe ich da mitten ein ins Gehege setzen? Ein bisschen Panne aus. Vielleicht reiße ich auch das ein oder andere Mal noch ab irgendwann. Weil im Prinzip kann ich ja Strom hier drüber durchziehen. Hier durchziehen. Das reiße ich dann immer noch ab und baue es neu. Das werde ich erstmal den Dino abholen.
Zwei tot ging es schon. So. Einmal. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Mal hier Draco Rex. Was haben wir hier Neues? Karen Mitchell. Karen Mitchell war es. Zax und Grays Mutter. Sie schickte ihre Söhne in den Urlaub nach Jurassic World, damit sie das Scheidungsverfahren mit Scott Mitchell abschließen konnte. Während des Vorfalls in Jurassic World im Jahr 2015kontaktierte sie ihre Schwester, Claire Daring, und war enttäuscht, als sie erfuhr, dass diese sich nicht selbst um ihre Jungen kümmern würde. Karen und Scott reisten kurz vor der Schließung des Parks nach Jurassic World und trafen am folgenden Tag auf ihre Söhne. So, was ist hier los? Das muss aufgefüllt werden. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, hier müssen wir freilassen. Und dann fertig. Wir sind hocherfreut, einen Strutio Minus im Park bekommen zu dürfen. Reise rollen neu zu. Bin zur Futterstation unterwegs. Nachschub ist unterwegs. Wow,
der Fossilien. Expedition, dann machen wir nochmal den Uankosaurus. Schon wieder panisch waren. Die Frage ist halt, sind das zu viele? Ich meine, woran kann ich zum Beispiel sehen, was sie unglücklich macht? Da hinten ist einer umgefallen. Na ja, gut. Sammle Produkt 1. Okay, die haben sich tot gefightet. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ob sich die Lage jetzt beruhigt, wo einer wieder weniger ist. Das ist auch so gut, von dem lasse ich hier jetzt erstmal. Produkt in der Luft. Transport im Gange. Hier so ein großes Sterben vor Ort. Oh, ein neuer Dino. Dino Dotti, ja. Ach so, das ist gar keine. Na, den hebe ich mal auf.
aber das habe ich doch schon. So. Sturmabwehrstation. Stärke des Herzens. Es geht nicht nur darum, aus Fehlern zu lernen, sondern sie nicht zu wiederholen. Lernen Sie aus den gesammelten Daten. Und versuchen Sie es nochmal. Nein, nicht versuchen. Abliefern. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Unterwegs zur Futterstation. Ja, okay, dann gehen Leute rein und raus. Das ist schon. Was geht hier ab? Hören Sie, mir ist es egal, wie viele Gebäude wir haben, aber ich habe gelernt, dass weniger nie mehr ist. Hä? Mehr ist mehr. Also bauen Sie mehr, okay? Besucherzentren. Es gibt 3 abteilungsspezifische Betriebsgebäude. Wissenschaftszentrum, Innovationszentrum und Sicherheitszentrum. Besucherzentren generieren basierend auf Ihrem Ruf bei der jeweiligen Abteilung Einnahmen. Sie können mehrere Besucherzentren desselben Typs erbauen, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Jo. Eigentlich auch ganz gut aus. Kümmere mich um Futterstation. Yeah.
einfach ein Trinken gebracht. Forschung haben wir auch. Forschung ansehen. Tja. Isla Muerta. Ja, aber ich muss tatsächlich auch die anderen Inseln bauen. Isla Fricano, Isla Sorna. Alles klar. Ja, dann. Nehmen wir doch mal nebenbei. Mal und mal. Schon wieder, oder? Oben bestimmt. Ja, dachte ich mir. Ranger Team, das hinzufügen. Nachschubanfrage erhalten. Okay. Wie komme ich zur anderen Karte? Ah ja, hier war es. Geil. Dann gucken wir mal. Das müsste ja alles irgendwie nebenbei funktionieren. Als wären die prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen im unterirdischen Bunker ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt, der sogenannte Schmetterlingseffekt, an den ich übrigens glaube, dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Dinosauriern. Es gibt kein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten kann.
Sturm klingt ab. Reparatur benötigt. Starte Reparatur. Sollten dann vielleicht aber auch mal die Schutzräume benennen. Das kann man nämlich alles umschreiben. Nennen wir den doch einfach Schutzraum Alf. Ja, auf jeden Fall cool gemacht hier. Das ist ja schon mal, das gefällt mir schon mal ganz gut. Allerdings muss ich hier ein bisschen weniger Wasser haben. So. Dann. Hier. Ja. Da ist nochmal eins rein und dann bringt da kleine Tierchen rein. Rein. Die Triceratops und so was. Aber erstmal gucken. Da haben wir das Kraftwerk. Ausfallschutz. Hier habe ich auf jeden Fall, oh ja, hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Erstmal muss ich ja einen steigern. So. Das ist erstmal Hauptaufgabe Nummer 1. Thank you.
ein Fastfood-Restaurant. Das brauchen wir auch. Beide Strom. Ach ja, da. Innenstadt wollte ich doch gar nicht hier. Ich wollte ein bisschen Gras. Landschaft machen. So. Hier auch. So, Gehege, Futter. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Lassen Sie einen Krichtonsaurus mit einer starken Heilung-Modifikation frei. Okay. Habe ich ja noch nicht, muss erst entdecken. Gut. Weiß ich ja schon mal, was ich baue. Zeig ich mal her. Also.
Ich sollte, wenn hier, die Gewege erweitern. Das ist der Ankunftsort. Ah, da kann ich auch noch überall Gehege hinmachen. Ja, dann baue ich hier die Verwaltung und so was. Forschung. Ach, ich habe keine Monet, das will ich erst noch erwerben. Tyrannosaurus Rex-Nest. Roland Tembo erklärte sich bereit, die Expeditionsoperation zu leiten, damit er seinen Traum verwirklichen konnte, einen T-Rex zu jagen. Die Anlage lag gut versteckt in einer von Felsen und Vegetation verdeckten Grube im nordöstlichen Teil der Insel. Ein junger Tyrannosaurus Rex wurde in der Anlage gefunden und die Tatsache, dass sich beide Eltern in der Nähe des Nestes aufhielten, bestätigte Dr. Sarah Herdings Theorie, wonach die Vertreter dieser Art fürsorgliche Eltern wären. Eigentlich aus, kann ich da jederzeit wieder zurück? Muss ja meine Tierchen auch weiterhin beobachten. Ach, das ist hier pausiert oder wie ist das? Produkt wird eingesammelt. Das ist ja dann cool. Und das hier alles ein bisschen pausiert. Muss diesen Wang Saurus erstmal weiter machen.
kehren wir doch mal dahin zurück, zu Isla. Das ist noch zu teuer. Geben wir uns jetzt mal noch so einen kleinen Spiegelpferd, 2 Stück. Die haben sich, die 2 hier. Boah, hau ich mir aber richtig was ins Fleisch, ey. Wenn ich das jetzt mache. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Einnahmen gestiegen sind. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein Expeditionsteam vor hier bauen. Vielleicht noch. Das ist alles so ein bisschen in Höhe, damit ich auch blende immer. $9. Nochmal $11. Der hier. Aber so, gehen wir ruhig mal höher. Wenn ich Gewinn daraus hole. $20. Sturmabwehrstation. Nice. Sturmabwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Nützlich, was? Auf vielen Inseln toben häufig heftige Tropenstürme, die ihre Anlagen schwer beschädigen können. Sturmabwehrstationen sind die Belohnung für das Abschließen der Mission der Sicherheitsabteilung auf Isla Matanzeros. Sturmabwehrstationen schützen die umliegenden Gebäude vor Sturmschäden. Oh, Matanzeros, die habe ich ja auf der anderen.
400.000. Farbe ein bisschen advanced. Ach, muss ich freischalten. Nachladetempo. Treffsicherheit. Gehe ich erst nochmal eben auf die andere Insel. Zeug machen, damit ich diesen Sturmschutzgedöns bauen kann. Ja. Ach, die sind unterwegs hier. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Hm.
Tja, bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als die Genome weiterzumachen. Zu forschen, bis die voll sind. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Ah, okay. Wenn ich das erreiche, dann kriege ich das. Und wenn ich das erreiche, übe so, wie du kämpfst. Wenn der Moment da ist, gibt es keine offenen Fragen. Machen wir das nochmal. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung.
Naschkatzensaurus. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Es gibt immer ein Risiko. Und ein kontrolliertes Loch im Zaun ist immer noch ein Loch. Machen Sie Ihren Job und Sie werden Erfolg haben. Und überleben. Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Lege weitere Aufgabe fest. Transport im Gange. Bestätigt. Bestätige Anfrage für Reparaturtruppen. Okay, wir haben einen Flüchtigen.
Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Produkttransport beendet. Gleich mal schauen, wie viel Prozent ich irgendwo noch habe. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Greift den ja schon wieder an. Transport hat begonnen. Produkt in der Luft. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Bestätige Produktzustellung. Yay! Yay! Sturm auf der Stadt.
Job erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die? Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Ja, gut, gucken wir mal weiter. Die brauchen wir ja hier auf jeden Fall auch. Machen wir wieder einen Totodinosaurier. Ja. Unterstation auffüllen. Außerhalb von seinem Gehege kommt er denn da hin? Der ist bestimmt gerade abgehauen. Das kann natürlich sein. Produkt muss eingesammelt werden. Fahre zur Futterstation. Transport im Gange. Lol, da sind Menschen eingeschlossen. Naja, die haben dann Pech. Aber die Zäune sind doch auch alle in Ordnung, oder nicht? Stehen auch Menschen drin. Hier auch. Das ist bestimmt, wo jetzt die Dinosaurier ausgebrochen ist. Von der Panik dann da reingelaufen. Auf. Deswegen haben die auch so eine Panik hier, weil da Menschen drin sind. Naja. Mal abwarten, was passiert. Hi.
davon noch mal ein paar mehr bauen. So. Mist. Falsch rum. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Wieder ein Toter. Zwei Tote hier. Ein altes Schüchchen. Auch ein altes Schwäche gestorben. Sammle Produkt ein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Produkt wurde eingesammelt. Produkt unterwegs. Ich kann mal gucken, wie viel Prozent ich denn so bin. Triceratops hat nicht mehr viel. Wir haben beide nicht mehr viel. Dem fehlt auch nicht mehr viel. Ah, die beiden hier, die habe ich ein bisschen vernachlässigt.
Triceratops. Kommt auf die Liste. Hole Produkt ab. Thank you.
Nachschubanfrage bestätigt. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. Vollständiges Genom. Sehr schön. Dann können wir uns ja noch dem Triceratops Standort erschöpft. Genau das brauchen wir. Gut gemacht. Der Triceratops zu der Immungeschichte. Es geht nicht nur darum, aus Fehlern zu lernen, sondern sie nicht zu wiederholen. Lernen Sie aus den gesammelten Daten. Und versuchen Sie es nochmal. Nein, nicht versuchen. Abliefern. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom.
Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Sehr schön, Triceratops. Auch fertig. Dinosaurier entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Trotz meiner Vorbehalte möchte ich Dr. Duer Ihnen hierbei noch eine Chance geben. Anfrage bestätigt. Bestätigt. Geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich.
Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Nutzen Sie das Expeditionszentrum, um ein Grabungsteam auf eine Expedition zu schicken und einen Fleischfresser vor sich zu finden. So, mache ich heute die ganze Zeit. Neu. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt wird transportiert. Ja.
darf. So, wie viel hat denn der? Aber deine Ja, dann ist wieder umgefallen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Beginne Produkttransport. Der ist auch gleich fertig. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Eigentlich das Kürzel für die
mit bei? Zum Auffüllen. Sehr schön. Überall Ziegen. Da bald mehr Ziegen als alles andere ist. Das ist aber mein Ding nicht mehr drauf. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. So mag ich das. Unsere Gäste, unsere Leute, sie lieben, was wir machen. Das ist ihr Verdienst. Weiter so. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende.
Trockenheit berücksichtigt folgende Faktoren: offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere in einem Gehege. Jede Spezies hat unterschiedliche Toleranzgrenzen für die einzelnen Faktoren. Wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellenwert liegt, versuchen alle Dinosaurier auszubrechen. Sie zerstören Zäune und verletzen Gäste. Einverstanden. Aufgabe erhalten. Kümmere mich um Reparatur. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Okay, das ist so viel Viecher. Ich finde die ungeil. Ich habe schon gesehen, aber... Bin zur Futterstation unterwegs. Kein Problem. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Produkt muss eingesammelt werden. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Produkttransport wird durchgeführt. Produkt unterwegs. Thank you.
Formatiere Produkt. Transport abgeschlossen. Ja, wie ihr hört, sich hier mein Blut kontrolliert. Mein Kleiner ist wach, hat Hunger. Ich sag dann einfach mal bis später.